Ja, willkommen Fussel und willkommen liebe Zuschauer hier auf unserem Raft, der Raft 3031 auf unserer Fahrt Richtung 9287. War doch richtig, oder? Ich glaube ja, warte mal, ich muss glaube ich jetzt tiefsten. Bei dir ist es drauf, ja. Bei mir nicht. Heiligsblech, ja, da war aber auch plötzlich Kitzeln in der Nase, du heiler mein. Ja. So. Ja, den gönne ich dir auch. Ja, der muss auch raus. Hast du denn deine Dodos hier begossen? Nee, noch nicht. Ich habe mich selber mich begießen. Vor allem muss ich was essen, sehe ich gerade. Ja, wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen was. Hier sind fette Eier. Ja, dann gönn dir die mal. Königreich, gönn dir. Gib mal her. So, 4 fette Eier. Eine rote Beete. Eine gekochte oder eine rohe? Nee, gekocht. Nur das Beste. Ja, ich hatte hier noch ein bisschen vorbereitet, ne? Okay, okay. Du bist dann, ja lieb. Ja, ich weiß. So. Gütiger. Großgütiger. Komm, dann saufen wir mal. Gegossen? Ja, habe ich gerade eben gemacht. Oh, jetzt habe ich was weggeworfen, das wollte ich gar nicht. Aber das ist schon wieder, die Dodos haben schon wieder was weggefressen, merkst du? Naja, deswegen, ich gieße hier jetzt gerade nochmal das eine Feld. Ist ja nicht so tragisch. So, was machen wir denn heute? Ablegen, wa? Ja, wir fahren. Genau, wir legen ab, fahren zu 9287, wenn das richtig war. Ich habe ich mir versucht gerade zu merken, als du davon erzählt hast. Ja. Eingegeben ist es 9287 und wir müssen in Richtung. In Richtung. Dann fahren wir in Richtung. Na toll, und, ja. Batterie ist leer. Ist aber nicht schlimm, ich habe ja eine neue, weißt du? So. Ja, alles vorbereitet hier. Genau, wir müssen in der Richtung Süden. So. Ja. Ich bin hier gerade nur mal eben mit Wasserauffüllen beschäftigt. Dann komme ich sofort mit dir gucken und navigiere dich auch. Dann wird der ja auch. Ja, ich kann ja schon mal, wenn du möchtest, kann ich ja schon mal einen Anker lichten, wa? Ja. Ui, der schwebt da hoch. Wir treiben ab. Ich drücke auch mal auf die Batterie. Ich möchte mal Batterie aufnehmen auf den Bildschirm, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Da unten der Punkt, ne? Das ist jetzt der Würde neue. Ich sagen, ja, wir müssen dahin. Fahren wir dahin? Ja, ne? Ja. Hängt aber dran, auszumachen, die Batterie ist teuer, weißt du? Aber hör mal, haben wir nicht einen Motor gefunden oder sowas? Oder kommt das noch? Nee, wir haben da was gefunden. Aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich such den gerade mal. Ja. Also erstmal gibt es hier ein Steuerrad. Ein sogenanntes Lenkrad. Wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja, nö, finde ich gut. Ja, ich suche gerade mal in der gesamten Übersicht hier eine Uhr. Ja, und dann gibt es hier den sogenannten Motor. Also, ja. Die finden wir unter dem Segel. Wir bräuchten Bolzen, Scharnier, Seil, Metallbarren und Schrott. Dann könnten wir ein Lenkrad herstellen. Die Frage ist, wo wollen wir das denn hinstellen? Oh, ich höre was. Es ist das gleiche Brett wie gerade. Ja. Das ist eins daneben. Das ist auch ein Sack. Voll in den. Gut, da kann man ja froh sein, dass wir kein Friendly Fire haben, wa? Sonst hätte ich dir jetzt den Fuß gestochen. Oder in die Hüfte. Au! Ja, au. Wenn du dich auch in meinen Speer bewegst. Mach ich öfter. Hör mal, was. Ich gehe nicht drauf ein. Ich gehe nicht drauf ein. Nein, ich gehe da nicht drauf ein. Überhaupt nicht. Einfach geschehen lassen. Ja. Was hältst du davon, wenn wir hier nochmal eine Navigationsfläche oder an der Navigationsfläche, die wir aktuell haben, vielleicht noch ein bisschen was verändern, dran bauen, wie auch ja, immer? Ja, wir können ja ganz umbauen, wenn wir wollen. Ja, wäre ja auch mal eine Idee. Dann könnten wir die Zeit so ein wenig überbrücken, die wir jetzt auf das nächste Ziel zu lenken. Eben. Nee, nicht lenken, sondern ja jetzt noch segeln. Lenken können wir ja mit dem Lenkrad dann. Genau, soll ich das Lenkrad mal bauen? Bitte. Sehr bitte gerne. Do it. Was habe ich gesagt? Wir brauchen 10-mal Schrott. 4 Metallbarren. So, 4 Metallbarren. 1, 2, 3, 4. Schrott. Komm, dann nehmen wir die 20. Seil haben wir da drüben. Und Bolzen, Scharnier. Jetzt weiß ich nicht, brauchen wir einen Bolzen, einen Scharnier oder... Sind mal die Fragen. Ja, genau. Vielleicht auch nur 2 Scharniere oder 2 Bolzen, ich habe keine Ahnung. So, 4 Seil, die können wir abzählen. 1, 2,
drei, vier und der Fussel stellt hier ein Lenkrad. Ja. Cool. Fussel. Ja. Dafür war ich 10 Jahre in der Schule, Alma. Das hat sich gelohnt. Was habe ich denn hier? Ach, den Bauplan Lenkrad, den habe ich ja auch, oder? Ja, den brauchen wir nicht mehr. Ich habe ja, es ist ja gebaut. Ja, ja, genau. Stimmt. So, ich könnte auch mal wieder was in den Ofen scheppern. Ich glaube, das mache ich mal eben. Was möchtest du denn in den Ofen scheppern? Ach, hier von dem Glibber. Ah ne, warte mal, wir müssen nicht. Der Glibber kommt ja raus, wenn wir da die Dings reinwerfen, die Algen. Genau, und das habe ich gerade getan. Ach, super. Alles fertig. So. Sogar erledigt. Jetzt ist die Frage, was wollen wir an diesem Floß verändern? Ich bin ja so ideenreich wie eine Schallplatte. Ja, aber eine gebrochene, schätze ich, ne? Komplett gebrochen. Ja. Also ausgebrochen, will ich sagen. Ja, die Frage ist, wie wollen wir es machen? Also, das ist das Lenkrad. Ich weiß nicht, kannst du das erkennen? Das ist, ja, das ich geht hier so. Nix. Okay, aber wenn du hier so eine Fliese siehst, ne? Das ist so breit wie eine Fliese. Ja, ungefähr so breit wie eine Fliese. Da ist ein Rohr dran. Deswegen. Okay. Ein dickes Rohr? Ja, das ist schon ein ganz schönes Rohr. Also, das, da kann man, da, Okay. Ja. Okay. Ja, nicht so dick wie dein Rohr, aber. Nein, Lieblingsrohr, was du immer anfasst, aber. Ja. Generell. Jeder kennt es. Ja. Ja, ja, das stimmt. YouMonkey.club, sag ich da nur. Hm? Ne? Ja, so, jetzt ist die Frage, wo ballern wir das hin? Jetzt rein stilistisch gedacht, wäre natürlich cool, wenn es hier so, wo jetzt die Betten sind, ist, ne? Du guckst hier so nach vorne, idyllisch raus. Sollen wir das eventuell irgendwie verlängern oder so? Ja, irgendwie sowas, ne? Oder alles, vielleicht die ganze Ebene einmal breiter ausbauen. Ja. Ne? Also einfach diese zweite Ebene vergrößern, so über das halbe Boot. Und dann vielleicht auch nochmal separieren, sodass wir einen eigenen Schlafraum haben. Oder machen wir eine dritte Ebene? Eine dritte Ebene? Jetzt wird es aber ganz verrückt. Ah, wird schwierig. Warum? Weiß ich nicht, habe ich einfach mal einen Raum. Nein, nein, das ist baulich kein Problem. Was ist denn mit den Antennen dann hier? Ja, die können wir im Zweifel woanders hinstellen. Ja. Jetzt einfach hier oben drauf bauen, ist deine Idee? Ja, wäre vielleicht doch, oder? Also. Ja, machen wir, nicht. Weil dann müssen wir ja nur noch ein bisschen was einsammeln. Wir können ja auch weiter, ich meine, es gibt ja bei diesem Floß kein Vorne und kein Hinten, wenn man genau ist, ne? Nö, damit könnte man ja mal anfangen. Gute Idee. Ja, wir lassen das einfach spitz zulaufen über die breite Seite. Was? Ja, genau. Also genau das habe ich nämlich auch gedacht. Was? Aber rein theoretisch natürlich. Können wir das so machen. Ich meine, auf der anderen Seite können wir natürlich da hinten was hinbauen, weil hier ist so voll, weißt du? Aber es wäre vielleicht interessant, dass Navigation, ne, dass wir so eine richtige Brücke bauen. Ja, ja, genau richtig. Und die halt in irgendeiner Art und Weise, ja, dahin guckt da. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Aber Brücken haben halt den Nachteil, dass sie immer sehr hoch sind eigentlich, ne? Mhm. Also die Brücken sind immer oben, damit man möglichst viel Übersicht hat. Das stimmt auch. Was wäre denn, wenn wir vielleicht hier einfach neu anfangen? Hier auf dieser Fläche, ja? Können wir ja noch ein bisschen ausbauen und hier gehen wir einfach auf Ebene 1, 2, 3, 4, irgendwie so. Wir können ja auch einen riesen Turm hier hinbauen. Geil. Ja. Ich meine, wir müssen dann wahrscheinlich noch eine Woche segeln, um das ganze Holz zu finden, aber könnten wir. Also du, ich nicht. Ich gehe jetzt ins Bett. Nämlich dunkel. Das ist eine gute Idee. Ja, mach ich auch. Ich habe Angst im Dunkeln. Deswegen, ja, komm, ich komme lieber zu dir kuscheln. Ja. So. Nicht da kuscheln. Du musst ihn nicht festhalten. So. Ich hab schon wieder Hunger. Mit dir. Mhm. Ein gutes Schläfchen hilft da. Also die Frage ist, bauen wir hier noch die noch nicht vorhandene, also machen wir ein Quadrat raus? Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich find's nämlich schön, wenn so dieser Navigationsbereich irgendwie auch zentral ist und jetzt nicht hier rechts in der Ecke. Ja. Oder nicht links in der Ecke, sondern schon mittig. Von mir aus auch ein bisschen größer. Ja, ja. Mhm. Nö, mach ja? ruhig. Mach ruhig. Da ist eine Insel. Ja, da können wir ja von mir aus einen Absacker machen, wenn wir so Holz brauchen. So, ich stell mal den. So. Ich glaube, jetzt müssten wir darüber segeln. Wie schaut's denn aus?
Ja, die andere Insel ist auf jeden Fall noch ein paar Meter weg. Also insofern, wir sind sowieso mehrere Sachen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die abzusegeln oder nicht, oder? Ich meine, rein von der Das ist Story die her müssen wir zu Frage. der Position, die wir jetzt angesteuert hatten. Genau. Und die anderen Inseln sind, die steuern wir halt an, wenn wir noch irgendwas anderes machen wollen. Wie zum Beispiel, ja, das Segel erweitern. Ach, das Segel, das Boot. Das Boot. Dann müssten wir noch mal hier und da anhalten und vielleicht noch mal ein bisschen looten. Ja, Luti, Luti. Ich habe übrigens mal das Ding hier hingestellt. Ah, cool. Muss das irgendwo mit verbunden werden oder ist das so ein automatisches Ding? Das. Was meinst du mit automatisch? Ja, das sehe ich das ganz wie von Geisterhand da irgendwo mit verknüpft. Also Also ich habe es nur ganz sanft gedreht und da hatte ich das Gefühl, das Boot explodiert gleich. Deswegen wollte ich mal eben. Also ich drücke R, sanftes Drehen. Alter, geht das ab. Ui, das ist aber eine Übersetzung, hör mal. ja. Wenn wir jetzt noch 10 Motoren hier dran machen, dann pesen wir aber ab, hör mal, da geht die Spitze aber aus dem Wasser. Ist das bei Wieso dir auch das so denn? extrem? Ich merke gar nichts, ehrlich gesagt. Ne? Ah, doch, doch, das Boot dreht sich ja richtig. Ach du Heiliger. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine krasse Umsetzung, weil unser Boot auch einfach riesig ist. Obwohl, nee, da müsste die Umsetzung ja sogar geringer sein, ne? Eigentlich schon. Stimmt, ja, hast recht. Auf jeden Fall, wenn wir an der Insel sind, können wir den Hai töten. Ich freue mich schon drauf. Das würde auch geschehen, das sage ich dir. Weil mit uns nicht, ja? Mit Nee, uns der kriegt nicht. richtig einen auf die Nase, weißt du? Moppe. Der Scheißhai. Hat er nicht gesagt. Ja, da nicht. Hat aber so gemeint. Auch wenn er es so nicht Du gesagt bist hat. zufällig in der Nähe des Ankers. Ja. Soll ich wissen? Noch nicht. Das wäre auch keine Flagge. Ah ja, Aber wenn wir stimmt. anstoßen jetzt gleich. Soll ich den Anker hissen? Schön oben an Flaggenmast, ja. Geil, einfach geil. So, du kannst den Anker setzen. Oder werfen heißt es, glaube ich, korrekt. Ja, genau. Hier heißt es werfen. Du, ich wässer mal dein Dodo-Gehege hier, ne? Danke. Danke. Wie viele von diesen Winkekatzen und Enten haben wir ja eigentlich? Ist ja irre. Ja, sagen wir mal, die gab's günstig. Ja. Auf Wish bestellt, ja. Auf Wish bestellt, auf, weißt du, mit Amazon Prime aufs Raft geliefert. Wir wissen nicht, wo wir sind und warum und überhaupt. Und Hasi, hast du zufällig die Axt in der Tasche? Die, was für eine Tasche? Die? Die Axt in der Tasche? Ja, habe ich. Soll ich kommen? Ja, dann leg die mal. Also entweder baggerst du selber oder übergibst Nö, die ich leg dir Axt. die hin. Ja, ich übergib dir die hier. Genau hier. Weg ist sie. Danke. Bitteschön. So, dann gehe ich mal hier auf den Insel und mache mal ein bisschen Holz, ne? Ja, boah, also wir haben schon fast kein Holz mehr. Ich will es nur gesagt haben, ne? Ach du Scheiße. Und du hast noch nicht Ja. gebaut, oder? Ich habe nur das. Ich höre ihn schon wieder, den Hai. Ich habe nur das Boot ja quadratisch gemacht für uns. Ach du Kacke, wie machen wir das Wobei ich gar denn? nicht weiß, was quadratisch ist, weil ich nicht weiß, wie lang und breit das Boot ist. Das werde ich jetzt einfach mal. Soll ich mal abzählen? Das ist doch eine Also geile es Idee, oder? gibt da zwei Möglichkeiten. Du kannst das zählen oder du kannst das berechnen. Ich kenne da einen Mathematiker, der hat da sehr interessante Dinge aufgestellt. Da kannst du das jetzt berechnen, weißt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Weil 19, zählen ist ja was für 20 Blöde, weißt du? breit. Ja. Und 1, 2, 3, 4, Und? 30, 31, 32, 33, Oh 34, oh. 35, 36, 37, 38, 39. Ey, da müssen wir noch eine Reihe dran bauen. Das ist Pflicht. Ja, wenn es dann 20 mal 40 ist, wäre ja auch nicht ganz so Ja. schlecht, oder? Ne, deswegen. Also, Wäre auch ich nicht so würde das jetzt schlecht. niemals auf 39 lassen. Also, das Nein. wäre ja ein N Unding. Macht ja -n -n. keiner. Nein, 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 nein. Jetzt, Unmöglich. wo ich das Unmöglich. weiß, dreht auch mein Symmetriegedanke durch. Ja. Sorry, geht nicht. Also ohne Alle Symmetrie. vorherigen Rev-Folgen werden gelöscht. Wegen Sofort. Unsymmetrie. Ja.
Das ist unsinnig, das ist unmöglich und undenkbar. So. Lustig auch, dass für dieses, nur für diese Reihe ja jetzt, ne, man muss ja jetzt rechnen, 20 von diesen Brettern, ja. 40 mal Bretter draufgehen und 40 mal Kunststoff. Wobei Kunststoff jetzt gar nicht das Problem ist, sondern eher die Bretter. Mhm.